Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division. Ich hab's richtig gesagt. Ich wollte ja nicht mehr Tom Clancy's The Division sagen, sondern einfach nur The Division. Ein kleiner Sieg für mich. Und wir machen weiter eine Mission. Wir müssen uns mit Roy Benitez treffen. Irgendwo. Nicht hier, sondern ich lauf falsch. Gut. Was für ein Start. Der Hammer. Okay. In der letzten Folge haben wir hier den Tunnel gesäubert und sind jetzt gerade dabei, Roy Benitez zu finden, der nämlich für unseren Security-Flügel in der Hauptbasis verantwortlich sein soll. Und den müssen wir hier aus dem Tunnel retten. Der sitzt hier mit seinen Leuten fest. Da ist schon zum Beispiel schon mal einer von denen. Verdammt müde. Oh ja, ich auch. Meine Güte. So, da bin ich mal gespannt hier. Security Room. Alter, wo sitzt denn der? Da auch nicht drin. Weiter oben. Hallo, Roy. Reden. Meine Güte, was bleibt uns denn noch? Sie meine Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Rucksack. Es steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Upsi, was ist denn hier passiert? Das sind die schlechten Nachrichten. Seht mal, wer da unsere... Scheiße, erwisch ich das? Alright. Das war etwas laut. Scheiße, das funktioniert nicht ganz. Wo sitzt der denn? Ach, da draußen. Boah, Alter. Alright. Okay, da oben sind noch ein paar Scharfschützen. Das ist nicht gut. Muss ich erwischen hier. Ich laufe nicht weg. Befreien wir dieses Viertel. Okay, einen haben wir schon mal. Von den Scharfschützen da oben. Der nächste. Oh. Und der nächste. Yes. Den Angriff überleben. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Ich bin stolz, mit Ihnen zu kämpfen. Wow, danke. Danke vielmals. So, keine neue Startzone. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's hier Big End Boss Time Fight. Was? So, den Anführer ausschalten. Alles klar. Es geht los. Das ist aber nicht nett, dass sie jetzt direkt neben mir hier sind. Das ist nicht nett. Okay, ist das da vorne der Anführer? Finch. Alles klar. Okay. Benannte Gegner sind eine seltene Elite mit Ausrüstung. Alles klar. Easy. Schaffe ich. Alles klar, den haben wir auch. Ich muss als erstes seine kleinen Handlanger hier töten. Dann werde ich mich um Finch kümmern. Dann werde ich Finch ausschalten. Wow.
Hier möchte noch einer. Okay. Hier möchte wohl noch einer. Scheiße, den erwische ich nicht. Der Typ, der sich hier einfach durch die Gegend teleportiert. Alles klar. The Captain. Agent, meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Gute Arbeit. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Okay. Dann lass mich mal kurz noch hier hochgehen. Ich wollte nämlich mal gucken, was der Kerl hier oben noch so Schönes hatte für mich. RPK 74 Classic. Strafvollzugshandschuhe und Schnellwechselmagazin. Manazin. Kennt ihr das? Manazin. Okay, was haben wir hier? RPK 74 Classic. Das ist eine normale Waffe, glaube ich. Leichtes Maschinengewehr. Präzisionsgewehr spezialisiert. Ja, das ist meins. Das habe ich auch schon verbessert. Agent, wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Okay. Was Beweise? Sichergestelltes, ja, Bildmaterial, alles klar. Diesen Leuten muss mal das Handwerk gelegt werden. So sieht's nämlich aus. So, wir sollen zurück, zu unserer Base. Hallo? Ich würde gerne Blitzreise machen. Achso, ich muss ich es erst noch verlassen? Ich muss, glaube ich, das Gebiet als erstes noch verlassen, oder? Alright. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass hier noch Gegner kommen. Alles klar. Gut, die Mission lief gut, ne? Also die Mission war easy peasy. Okay, bist du bedürftige Bürger? Nein. Okay. Keine Wasserflasche für mich. Oh, der Hund hat Husten. Schlechter Witz. So, okay. Jetzt müsste ich doch eigentlich theoretisch schnell reisen können. Nee, tatsächlich. Ich kann nicht schnell reisen. Muss ich jetzt tatsächlich dahin latschen? Boah. Okay. Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Weißt du, wie der Gegner gehört? Ich hab keinen Bock, nicht nochmal durch die... Ja, da drüben. Ach, komm. Das macht ja so viel Spaß. Oh, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Wer beschießt mich da? Das sieht überhaupt nicht gut aus.
Willst du mich verarschen? Und ihr habt nicht mal was fallen gelassen. Das gibt's doch nicht. Okay. Alter, haben die mich jetzt hier fertig gemacht, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Mit den drei Leute. Da war ich mal wieder zu übermütig. Ach komm, schaffen wir. Easy peasy. Kein Problem. Okay, nur normaler Bürger. Normale Bürger. Alles gut, ich schieß nicht. Ich muss nur gucken, ob ihr cool seid oder ob ihr nicht cool seid. Gleichfalls. Hey, warum bedrohen Sie mich? Ich bedrohe dich doch gar nicht. Ich muss hier mit einer Waffe rumlaufen. Das ist ein gefährliches Gebiet hier. Man weiß nie, ob man irgendwie in Gegnerhorden reinläuft oder... Man weiß es nicht, nein. So, da sind wir auch schon wieder bei der Basis angekommen. Und da müssen wir mit Roy Benitez sprechen. Wahrscheinlich, weil die Mission noch gar nicht fertig ist, oder? Ich weiß es nicht. Naja. Gut. Bauen wir mal den Flügel hier aus. Machen wir uns mal ein bisschen nützlich. Im Gegensatz zu den anderen Leuten hier. Aber als erstes mal ein bisschen auffüllen wieder. Weil die anderen Leute... Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Irgendwie fehlen hier Sachen und Dinge. Wie geht's so? Irgendwie sieht das so aus, als würden hier... Ist hier eine Lampe ausge... Oh. Ach, jetzt. Das Licht war einfach nicht an. So, da quatschen wir mal mit dem Kerl. Hey. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ach. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Als Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Ach so, natürlich. Ich bin der Einzige, der hier für Recht und Ordnung sorgen kann. Der Captain Benitez spricht ein wahres Wort. Ein Fail-Aus schickt mich in den knallharten Tod. Okay. Ja, was haben wir zu tun? Habe ich was zu tun oder... Ach nee, wir können ja hier mal... Wir haben 880 Vorräte. Seit wann haben wir 880 Vorräte? Okay, wir können ja ein bisschen hier was ausbauen. Dark Zone Einsätze. Okay, das ist alles klar. Das habe ich schon gelesen. Hier kann man ausbauen. Alles klar. Ausbauen. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. So, neue Fähigkeit und neuer Vorteil. Ja, neue Fähigkeiten können angelegt werden. So, jetzt haben wir noch 380. Ein Kopfschuss auf einen Gegner markiert ihn für 10 Sekunden. Oh. Oh, die Hundestaffel ist gar nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht hier. Durchschlagskraft. Das ist auch nicht schlecht. Ach Mann, ich mach die Hundestaffel hier. Okay. Gut.
Das ist fantastisch. Endlich eine Einrichtung, um die Hundestaffel zu erweitern. Das macht es uns leichter, gefangene Zivilisten und Militärverstecke zu orten. Alles klar. Ich meine, wir haben ja 50 Milliarden Hunde hier auf der Straße gesehen, also können wir alle einsammeln hier und für uns kämpfen lassen. Und Hundekämpfe machen, nebenbei noch. Okay, also alles auf 20%. Da gibt es aber noch einiges, was wir machen können. Ich habe ein paar Dinge. Ein paar Fertigkeiten, die ich noch freischalten kann. Zum Beispiel hier verstärkt eine Deckung und erhöht den Schaden des Anwenders, während sich der verursachte Schaden aller Verbündeten hinter der Deckung verringert. Befestigung. Gut, ich hab's ja schon freigeschaltet. Also ich hab's ja schon freigeschaltet, das ist okay. Da muss ich das Arsenal Kommunikation und das Viren, das die Hilfeposten ab und halten ausgeschaltet, wenn man wiederbeleben kann. Das ist auch nicht schlecht. Virenlabor. Neue Talente. Alles klar, so, wir haben hier noch ein bisschen was. Töten Sie einen Gegner mit Ihrer Handfeuerwaffe 30%. Ja, das ist das, was ich vorhin gelesen habe. Ein Kopfschuss auf einen Gegner bietet eine Chance von 50%, die Kugel nicht zu verbrauchen. Da sparen wir uns ein bisschen was. Und das hier war, ja, wenn ich einen Gegner mit meiner Handfeuerwaffe töte, kriege ich 30% für die 30 Patronen für die Primärwaffe. Ich bin aber bisher noch ganz zufrieden mit meinem jetzigen, Fertigkeit Adrenalin. Das ist okay. Und außerdem habe ich ja erst auf Stufe 15 den nächsten Platz, den ich benutzen kann. Also den nächsten Talent. Den nächsten Talentplatz. Vorteile haben wir auch. Erweitert das erste Hilfeset-Inventar um einen Platz. Steigen Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10%. Das ist nicht übel. Das ist gar nicht übel. Das ist echt nicht schlecht. Ist das... ich müsste das doch eigentlich... Ja. Achso, diese Vorteile muss ich nicht auswählen. Die habe ich einfach. Das ist einfach passiv wahrscheinlich. Okay, gut. Was machen wir noch? Ich habe ja ein paar Waffen noch. Können wir vielleicht ein bisschen die Waffen hier auseinanderbauen. Ich meine, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die Waffe. Ich mache das einfach, damit ich, wie gesagt, ein bisschen Teile habe, Waffenteile, auch für das Craften und sowas später, irgendwann, wenn ich das überhaupt irgendwann mal machen würde. Das kann ich auch noch zerlegen hier, Stoff gibt das. Habe ich sonst noch was eingesammelt? Ja, Handschuhe. Oh, schnittresistente Handschuhe. Sind sogar besser. Ne, die habe ich angelegt. Ich Idiot. Das sind die, wo ich gekriegt habe. Ich habe nicht auf den Pfeil vorne geguckt. Typischer Alkapsulator eben, ne? Okay. Und die Arbeitshandschuhe auch zerlegen. Dann ist das alles... Wunderbar. So, hier haben wir noch eine. Oh, die hab ich. Ne, die ist besser hier. Die erste Welle-Version ist besser als die M1911 oder 1911. Man zerlegen eigentlich. Wann habe ich denn die aufgesammelt? Das ist ja Wahnsinn, ey. Ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Aber die Waffe, die ich hier am Anfang gekriegt habe, Stufe 4. Mega gut. So, Fertigkeitsstärke ist es nicht so groß, okay, nicht so viel. Alles klar, dann gucken wir auf die Karte und können ja dann in der nächsten Folge mal entscheiden, was wir machen. Hier haben wir noch zum Beispiel einen Einsatz. Ja, ist gut, ich hab's ja gehört. So. Da hinten wäre auf jeden Fall noch ein Einsatz, den wir machen könnten. Es gibt dann natürlich noch viel mehr, was es hier zu tun gibt. Es gibt ja auch noch dann neue Gebiete und sowas. Da muss ich aber natürlich als erstes mal schauen, ob wir auch dazu auch das richtige Level haben. Da unten ist zum Beispiel ein Safe House. Das ist so ein Gebiet für Stufe 9 bis 12. Ja, Stufe 9 bis 12 Tenderloin.
Pennsylvania Platz. Ach, ich sehe das da oben. Ah. Chelsea. 5 bis 9. Garment District. Da müssen wir da hinten hingehen. Da gibt es nämlich einen Kampf und da gibt es dann wahrscheinlich auch noch ein paar gute Erfahrungspunkte, die ich einsammeln kann. Und hier drüben gibt es dann. Und hier drüben gibt es dann das Dark Zone Gebiet, wo auch so eine Art PvP ist. Hier oben wäre 29 bis 30, das ist dann schon die Endstufe. Okay, ich sag danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann werden wir gucken, was wir machen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt mir eine positive Bewertung. Wie immer, freut mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.